Herzlich willkommen bei www.meincomputerspinnt.de. Sie möchten uns ein Notebook zur Reparatur oder zur Wartung schicken. Dafür möchten wir uns ganz herzlich bedanken und Ihnen ein paar Tipps geben zur sicheren Verpackung. Sie haben bei uns den All-Inclusive-Tarif gewählt. Das heißt, wir schicken Ihnen eine Verpackung zu. Und da möchten wir Sie bitten, dass Sie schon vorher Ihr Notebook vorbereitet haben. Auch das Netzteil dazu. An dem Netzteil dran ist ein Stromkabel. Das können Sie bitte entfernen. Das brauchen Sie nicht mitschicken. Aber bitte schicken Sie auch, wenn es kaputt sein sollte, unbedingt das Netzteil mit. Das gehört zur Reparatur dazu. Bitte haben Sie ein Messer oder eine Schere vorbereitet, damit Sie die Versandverpackung öffnen können. Ich zeige Ihnen jetzt die Verpackung, so wie sie der DHL-Bote zu Ihnen bringt. Das ist eine spezielle Notebook-Spezialverpackung, an Sie adressiert. Der DHL-Bote bringt Ihnen diese Verpackung und darin schicken Sie Ihr Gerät an uns zurück. Sie sehen auf dieser Seite eine Möglichkeit, das Paket ganz leicht zu öffnen. Mit dem Messer das eine Etikett durchschneiden und das andere. Und dann lässt sich die Verpackung öffnen. In der Verpackung finden Sie das Etikett, mit dem Sie diese Verpackung mit Ihrem Notebook an uns senden können. Das brauchen wir zum Schluss. Dann finden Sie zwei Klebestreifen, mit denen Sie das Paket wieder zumachen können. Sie finden einen wattierten Briefumschlag. Der ist für Ihr Netzteil gedacht. Und Sie finden in diesem Karton eine Verpackung, mit der Sie Ihr Notebook schwebend verpacken können. Es ist ganz wichtig, dass Sie bitte niemals diese Folie beschädigen, sondern einfach nur den inneren Karton entnehmen. Ich lege das hier mal zur Seite. Auch die anderen Dinge lege ich kurz zur Seite. Diese Verpackung wird einfach nur auseinandergefaltet und dann können Sie sehen, dass man unter diese Folie jetzt Ihr Notebook schieben kann. Sie dürfen sich dazu auch gerne von jemandem helfen lassen, so wie ich jetzt von meinem Kollegen. Jetzt ist das noch sehr locker, ja? Aber mit einem einfachen Kniff falten Sie die Enden des Kartons zusammen und jetzt können Sie sehen, wie die Folie ganz straff über Ihrem Notebook schwebt und das eben sich auch nicht mehr bewegen lässt. Diese Innenverpackung wird jetzt an den Seiten noch hochgedrückt und dann in die Umverpackung hineingelegt. So, das ist schon alles. Jetzt benötigen wir noch das Netzteil. Dazu haben wir diesen Briefumschlag. Das Netzteil ohne Stromkabel bitte in den Briefumschlag hinein. Etwas zusammenfalten. Und an der Seite ist ein bisschen Platz. Da können Sie das fest hineindrücken. Das dient nur dazu, dass das Netzteil nicht lose im Karton herumfliegt und Ihr Notebook beschädigen könnte. So ist alles sehr fest und es kann nichts passieren. Deckel zu. Die Laschen hier nach innen klicken, klappen, zumachen. Und nun haben wir diese Klebeetiketten dabei. Die kann man sehr leicht ablösen und genau an der Stelle, an der vorher der Verschluss war, so können Sie es besser sehen, ja, genau an dieser Stelle
kleben Sie das Paket einmal auf der linken Seite und einmal auf der rechten Seite. So, ganz wichtig, bitte vergessen Sie nicht das neue Etikett auf das alte drauf. Bitte niemals daneben, sondern obendrauf. Es darf nur ein Etikett sichtbar sein, ansonsten kommt das Paket zu Ihnen wieder zurück. Also, auch dieses Etikett abziehen und exakt auf das alte draufkleben. Und wenn Sie einen netten DHL-Fahrer haben, dann wartet er so lange, bis Sie das erledigt haben. Und dann geben Sie ihm das zurück. Das Paket wird innerhalb von einem oder spätestens nach 2 Tagen bei uns ankommen und sofort repariert. Es kommt dann ganz genau so zu Ihnen zurück. Sie können diese Verpackung aufbewahren, falls Sie nochmal einen anderen Auftrag für uns haben. In diesem Fall ist dann auch der Versandservice günstiger, weil Sie die Verpackung ja schon haben. Ich danke Ihnen für Ihren Auftrag und hoffe, dass wir Ihnen mit diesem Video helfen konnten.